Meine Welt, meine Meinung. Herzlich willkommen, Chefreporterin Anna Schneider. Schön, dass du bei uns bist. Guten Abend. So, wir beginnen mit dem Verlierer des Tages und das sind deine Landsleute in Österreich. Nicht wegen der Wetterkapriolen, wir haben es gerade gesehen. Ja, unter anderem deswegen, aber es gibt noch was anderes, was sie zu Verlierern macht. Ja, also eigentlich schon. Das Hauptthema ist natürlich, wir wissen es alle, da geht es ziemlich arg zu. Aber das Gute ist ja, dass ab morgen irgendwie der Starkregen aufhören soll. Ich habe gerade noch News aus dem Waldviertel bekommen, wo ich ja herkomme eigentlich. Und das ist schon ziemlich wild. Aber wie gesagt, es wird besser. Und auch Bundeskanzler Karl Nehammer hat heute zugesagt, dass es 300 Millionen geben soll aus dem Katastrophenfonds. Also man hat schon irgendwie das Gefühl, dass Österreich das einigermaßen auf die Reihe kriegt. Also da ziemlich schnell alles funktioniert. Natürlich gab es leider auch Tote zu betrauern. Drei sind es inzwischen. Aber ich glaube, es wird einigermaßen okay weitergehen. Jetzt diskutieren natürlich alle darüber, was das für die Wahlen heißt, weil wir wählen ja auch am 29. September und zwar auf Bundesebene. Und wir wissen alle, dass so Hochwasser durchaus ihre Auswirkungen haben können auf Wahlen 2021. Armin Laschet, ein falscher Lacher und der CDU ging es dementsprechend schlecht beim Ergebnis. In Österreich ist das nicht passiert. Alle haben sich irgendwie gerade momentan noch darauf geeinigt, sie wollen nur fürs Volk da sein und irgendwie das mal hinter sich bringen. Aber ich glaube schon, dass das irgendwie noch für Diskussionsstoff sorgen wird. Aber ob es die Wahl wirklich entscheidet, wage ich zu bezweifeln, weil irgendwie sind laut Meinungsforschern schon so nur 5 bis 10% unentschieden. Und nach wie vor schaut es so aus, als würde die FPÖ doch Erster werden. Außer natürlich irgendwie Bundeskanzler Karl Nehammer kann diese Krise für sich nutzen im Sinne von ich, euer Kanzler, helfe euch da raus. Aber bleibt spannend. Der Gewinner ist ein Mann, der dem Schritt in der K-Frage ein bisschen näher gekommen ist. Friedrich Merz? Ja, wir haben es gerade gehört, oder? Der Bang, ich meine, Hendrik Wüst stiehlt da ja irgendwie gerade ein bisschen allen die Show. Weil sie wollten irgendwie erst nach der Brandenburg-Wahl so ausdealen, wer jetzt wirklich für die Union als Kanzlerkandidat ins Rennen geht. Und jetzt sagt er plötzlich heute, er will nicht nur nicht der Kanzlerkandidat sein, was er sich auch leisten kann, er ist ja noch jung, er kann es durchaus auch erst in ein paar Jahren probieren, sondern auch, dass er Friedrich Merz unterstützt. Also ich würde jetzt eigentlich gerne wissen, was Markus Söder dazu sagt und wie er noch irgendwie erklären kann, dass er jetzt doch noch gegen ihn antreten will. Aber der Punkt ist ja doch irgendwie, dass damit irgendwie die Ära Merkel doch als wirklich tot betrachtet werden kann. Weil wenn sogar Hendrik Wüst jetzt sagt, Friedrich Merz ist unser Mann, muss man ihm dann schon lassen, dass er irgendwie geschafft hat, da wirklich einige und sehr viele Kritiker auch hinter sich zu versammeln. Statement von Söder kommt sicherlich auch bald. Wir sind natürlich gespannt. Aber wir blicken jetzt erstmal auf den Aufreger des Tages. Und das ist der Bürgerrat für Desinformation, der seine Empfehlung an Bundesinnenministerin Faeser übergeben hat. Genau, das lief zwar ein bisschen unterm Radar, das ist letzte Woche schon passiert, aber am Wochenende ging es in den sozialen Medien ein bisschen rund. Also da gab es einen Bürgerrat, so eine Politik-Simulation, wenn man es nennen mag, von der Bertelsmann-Stiftung organisiert. Und diese Truppe an Menschen, die rein äußerlich betrachtet eher einem Querschnitt der grünen Wähler als einem Querschnitt der deutschen Normalbevölkerung entspricht, die haben jetzt offenbar 27 oder 28 Empfehlungen vorgelegt, wo unter anderem so Schwankel dabei sind wie in sozialen Medien sollte man erst nach einer Bedenkzeit von 2 bis 5 Minuten posten können, damit währenddessen eine KI überprüft, ob das nicht Desinformation ist. Also die Maschine zensiert irgendwie den Menschen und das haltet man auch noch für sinnvoll. Und das sind einige solche Dinge, zum Beispiel auch, dass Gütesiegel an Medien verteilt werden könnten und so weiter. Und das ist ja, kann jeder so finden, wie er mag. Das Arge daran ist ja nur, dass das ernsthaft namhafte Grüne, wie zum Beispiel Konstantin von Notz, tatsächlich gut geheißen haben auf X. Und da fragt man sich schon, woher ständig diese latent totalitäre Ader der Grünen eigentlich kommt und ob sie irgendwie irgendeinen Funken von Freiheitsgenen in sich tragen. Ja, wahrscheinlich, weil sie selbst davon profitieren würden. Deine Nachricht des Tages, die ist allerdings der Abgang von Thierry Breton aus der EU-Kommission. Müssen wir dem Mann eine Träne nachweinen? Na, also das ist wirklich mal Good News für die Freiheit, wenn man das so pauschal sagen kann. Also wir kennen diesen Binnenmarktkommissar ja in erster Linie dafür, dass er sich sehr stark gemacht hat für die Regulierung von eh allem. Letztes Schmankerl war ja, als irgendwie Elon Musk auf seiner eigenen Plattform, nämlich X, gedroht hat, wenn er jetzt ein Interview mit Donald Trump dort führt, dass da alle ihm zur Verfügung stehenden Tools angewandt werden, damit er sich auch ja an europäisches Recht hält. Also der Mann, wo wir schon mal bei totalitär waren, ist sicher kein Schaden, dass dieser Mann bald nicht mehr uns als Kommissar irgendwie vorstehen wird. Anna Schneider, ganz herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns. Sehr gerne.